Moin Leute, ich bin's wieder, euer Nico. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge der BVB-Karriere hier auf meinem Kanal. Wir starten heute rein in die Wintertransferphase, nachdem die letzte Folge relativ unerfolgreich war, nicht wirklich viele Siege geholt. Gehen wir heute auf jeden Fall rein in die Transferphase und wir gehen auch rein in die ersten beiden Spiele der Rückrunde. Sind wir mal gespannt, was dort auf uns zukommen wird. Es ist der 1.1. Wir haben hier ein paar mehr Nachrichten bekommen. Real Madrid hat unter anderem Renier zurückgeholt. Dann haben wir Tigges für 2 Jahre ausgeliehen. Raschel verkauft an Young Boys Bern. Jung, unser Talent, haben wir einfach mal an Leipzig ausgeliehen für die Rückrunde. Collins ausgeliehen und Koulibaly haben wir auch ausgeliehen. Wir haben jetzt ein Angebot bekommen für Julian Brandt von Manchester City. Ich gehe mal rein in die Verhandlungen und guck mal, was man da so rausholen kann. Ich würde behaupten, Pep Guardiola möchte Julian Brandt unbedingt haben. Und zwar habe ich einfach mal als erstes Angebot unserer Seite 62,5 Millionen gefordert. Und das haben sie direkt angenommen. Somit wird Julian Brandt sehr, sehr wahrscheinlich zu Manchester City wechseln. Gegen Eintracht Frankfurt gehen wir gleich rein in die Schnellsimulation, da wir das Hinspiel in Dortmund bereits gespielt hatten. Und dann wäre es, glaube ich, jetzt in der ersten Saison ein bisschen langweilig. Deswegen gehen wir einfach mal rein in die Schnellsimulation. Dreierkette, gewohntes Bild, wie eigentlich immer, beste Ausstellung, die wir haben. Und dann gehen wir rein in die Schnellsimulation und hoffen natürlich auf einen Sieg. Und wir gewinnen 4 zu 2. Emre Can, Malen nochmal Can und Lukas Vazquez. Gegen Frankfurt hat Julian Brandt auch jetzt sein letztes Spiel gemacht für den BVB. Erstmal, wer weiß, vielleicht holen wir den nochmal wieder. Auf jeden Fall 62,5 Millionen war die Ablöse und wir bekommen 55 Millionen gutgeschrieben. Den perfekten Nachfolger für Julian Brandt haben wir jetzt meiner Meinung nach auch gefunden. Und zwar haben wir uns Mario Götze zurückgeholt für 29,5 Millionen von PSV Eindhoven. Der 29-Jährige unterschreibt einen 4-Jahres-Vertrag bei uns und wird die Backup-Rolle hinter Marco Reus übernehmen. Vielleicht wird Götze auch mal vorne drin spielen, vielleicht auch Reus vorne drin. Gucken wir mal, wie das laufen wird. Nachdem Leicester City Mats Hummels wollte, wollen sie jetzt Manuel Akanji auch. Lehnen wir auch ab. Denn Akanji soll auf jeden Fall hier bei uns in Dortmund bleiben. Es ist der 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Borussia Dortmund empfängt den Sportclub aus Freiburg. Die beiden Mannschaften kommen aufs Feld, angeführt von ihren Kapitänen Marco Reus und Yannick Haberer. Zuletzt konnte der BVB gegen Eintracht Frankfurt gewinnen. Und wir haben ein Debüt auf der Seite der Dortmunder. Mario Götze ist erneut zurück nach dem Abgang von Julian Brandt. Wurden 29,5 Millionen Euro in die Hand genommen, um Mario Götze zu verpflichten. Sind wir mal gespannt, ob er heute schon zeigen kann, was er so leisten kann. Nun gucken wir aber erst einmal auf die Aufstellung der Dortmunder. Das ist die gewohnte Dreikette. Kobel erstmal im Tor, dann Schlotterbeck, Süle, Akanji im Mittelfeld, Guerrero links, dann Bellingham, Can, Vazquez, Götze auf der 10 mit der Rückennummer 19 und Reus vorne drin mit Haaland. Malen erstmal nur auf der Bank. Bei Freiburg sieht es so aus, als würde Günther, Joaquin, Schlotterbeck und Siqué in der Viererkette spielen. Flecken im Tor,
Im Mittelfeld Weishaupt, Eggestein, Haberer, Schade und Klaassen und Alkessén vorne im Sturm. Wir sind gespannt auf das Comeback vom Comeback vom Comeback gefühlt von Mario Götze und freuen uns auf ein gutes Spiel. Haaland jetzt auf Götze, der vorbei an Schlotterbeck. Götze und da ist Mario Götze. Und der macht das 1:0 für den BVB. Was ein Traumstart für den 29-Jährigen, der hier zurück vor den heimischen Fans ist. Stark durchgesetzt gegen Schlotterbeck und dann mit dem schwächeren linken Fuß, der aber ja das glorreiche Tor für den WM-Sieg der Deutschen 2014 erzielt hat. Jetzt macht er erneut ein Tor mit dem linken Fuß, nur diesmal für den BVB. Can nimmt Haaland mit, der sieht Götze, der auf Außen mit Guerrero. Gute Chance, aber auch eine gute Parade von Marc Flecken. Jetzt gibt es aber auch die Chance für Freiburg, Kobel. Haaland holt sich hier gegen Joaquin den Ball zurück. Erling Haaland mit dem 2:0. Haaland erkämpft sich den Ball gegen Joaquin. Und dann setzt er sich dort durch. Wurde nochmal knapp mit Schlotterbeck. Und dann ein sehr guter Abschluss. Marc Flecken ohne wirkliche Chance. Und somit steht es in der 27. Minute 2:0 für den BVB. Vázquez auf Haaland. Haaland hat wieder Platz. Haaland, da ist das 3:0. Haaland zu schnell für die Abwehr von Freiburg. Und somit der Doppelpack für den Norweger. Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Der BVB führt hier durch einen Doppelpack von Erling Haaland und einem Treffer von Comebacker Mario Götze mit 3:0. Vázquez auf Reus, der auf Haaland. Und das ist die erste Chance, die Haaland nicht verwandelt. Aber gut gespielt vom BVB. Reus auf Haaland und das ist das 3:0. Ach nee, ist ja so das 4:0, aber der Dreierpack vom Norweger. Das ist, glaube ich, das erste Tor für den BVB nach einer Ecke. Gute Flanke und Haaland setzt sich dort durch. Flecken ohne Chance. Starker Kopfball von Erling Haaland. Nun wechseln wir noch einmal durch. Mario Götze verlässt den Platz mit einem Tor und Adeyemi kommt rein. Und da ist das zweite Tor nach einer Ecke und das ist Emre Can mit dem 5:0. Wieder eine Ecke. Interessant, dass das jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Spiel klappt und vorher noch kein einziges Mal.
Reus mit der Ecke. Flecken ohne Chance und der Spieler auf der Linie auch keine Chance dort ranzukommen. Schahn mit einem super Kopfball. Schahn sieht nochmal Vasquez über außen. Der kann sich durchsetzen. Und auf dem zweiten Pfosten ist Eden Hazard, wollte ich schon fast sagen. Es ist ja aber Thorgan Hazard und es steht 6:0. Und das war auch die letzte Aktion dieser Partie, denn die Nachspielzeit ist jetzt um. Vasquez nochmal mit einer Vorlage. Flecken kommt nicht raus und dann Hazard. Leichtes Spiel für ihn. Nach diesem Sieg gegen Freiburg sind wir jetzt auf Tabellenplatz 2 gesprungen. Wir gucken einmal rauf. Leverkusen haben wir überholt aufgrund der Tordifferenz. Wie viel hat Leverkusen denn gespielt? 2:0 gegen Gladbach gewonnen. Ja, 10 Punkte jetzt hinter Bayern München. Wird sehr, sehr schwer, die noch einzuholen, aber der zweite Platz muss auf alle Fälle drin sein. Und wir haben ja auch noch ein paar Tage für Transfers und zwar, ja, 2 Wochen knapp. Und da haben wir ein Budget von knapp 100 Millionen. Ich passe das hier mal ein bisschen an. Ja, 100 Millionen würde ich sagen, haben wir noch. Und dann würde ich sagen, schreibt gerne in die Kommentare, wen wir noch holen sollen für diese 100 Millionen Euro. Bin ich mal gespannt, was ihr für Vorschläge macht. Und jetzt war es das auch mit dieser Folge. Lasst gerne ein Like da. Lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Es würde mich sehr, sehr freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Nico.